Ja, ich möchte sehr gerne weitermachen. Ja, ich möchte dazu erstmal Ihnen zur Einführung der Geschichte der Geburt Jesu nach das Evangelium von Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seine Verlobte, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Huld. Das war die Lukas-Geschichte der Geburt Jesu. Und jetzt singen wir dazu ein altes niederländisches Weihnachtslied für Sie. Es heißt Nu seid welkomen und übersetzt könnte man sagen, es ist wie das Lied Sei willkommen, Herr Christ, aber dann in einer anderen Tonart und mit niederländischen Worten. Wir singen es gerne für Sie.
Fabian hat letztes Jahr eine Bearbeitung gemacht von das uns allen bekannte Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wir singen dann auch zusammen. Nein, er spielt der Gitarre und ich singe auf Deutsch das erste Couplet, das zweite aus Niederländisch. Ich bin niederländischer Staatsangehörige und das dritte Couplet ist dann wieder auf Deutsch. Stille Nacht, Heilige Nacht von Franz Gruber in eine Bearbeitung von Fabian. Zusammen, gemütlich und hoffentlich haben wir dazu noch einige Stunden Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Herr Weber möchte sehr gerne noch sagen, ja, gerne, wenn ich darf. Ja, liebe Weihnachtsgäste, nichts bleibt, wie es war. Wir hatten jahrelang die Frau Wagner bei uns, ihr könnt euch daran erinnern, in einer sehr loyalen und unheimlich engagierten Mitarbeit für unser Haus, für sie. Und wir hatten uns lange, warten Sie mal, bin ich zu leise? Ja. Gut, ich mache das auch anders. Und wir haben uns von der Dame dieses Jahr verabschieden müssen, weil sie einen anderen Lebensweg jetzt mit ihrer Familie gehen möchte. Und das haben wir respektiert und ich weiß das und warum erwähne ich das gleich am Anfang.
weil es natürlich eine gewisse Unruhe bei Ihnen gab, weil eine Veränderung ist. Und das heißt, man weiß nicht, was kommt. Das eine kannte man, das andere noch nicht. Ich bin heute das erste Mal längere Zeit mit Herrn Blondel zusammen hier, diese Weihnachtsfeier hier zu erleben. Und es ist eine andere. Und ich finde, man kann das eine mögen, man kann das andere mögen. Ich sage, es ist heute sehr viel weihnachtlicher. Sie sind alle viel aktiver, mit eingebunden, nämlich mit den Gedichten, mit den Liedern. Und ich würde mich freuen, wenn es Ihnen auch so geht wie mir. Es ist Weihnachten. Und wir haben uns auch bemüht, beziehungsweise Frau Wedeking und der Herr Blondell, dass Sie zusammen hier mal eine andere Art von Weihnachtsfest haben. Wir haben auch nachher noch ein schönes Erlebnis mit dem Essen. Ich glaube auch was Besonderes, was man sich hier hat einfallen lassen. Und so gesehen würde ich mich freuen, nur auf das Weihnachtsfest bezogen, wenn Sie Freude haben an dieser Veränderung. Ansonsten freue ich mich sehr, Herr Blondell, dass Sie da sind. Einfach, weil Sie mit Ihrer Art und mit Ihrer Geschichte und Ihrer Biografie hier viele neue Impulse reinbringen können und auch wollen. Und es liegt natürlich an Ihnen, ob Sie sich das wünschen, ob Sie gerne mitmachen. Was ich gehört habe, sind die Ausflüge alle sehr gefragt. Sie sind sehr interessant und sie gefallen Ihnen. Und so gesehen, auch hier sage ich, das Neue muss nicht. Es ist anders als das Alte, aber es ist nicht in der Wertung schlechter als das andere. Und so gesehen haben wir ja das ganze Jahr uns bemüht, hier die ein oder andere kleine Veränderung zu machen. Sei es der Garten, sei es die Feste, sei es die Ausstattung hier im Hause, sei es das, dass Sie aktiver dazu beitragen dürfen und sollen, wie wir unsere Möbel hier in dem Raum gestalten. All dies ist eigentlich unser Bestreben, dass ihr euch wohlfühlt. Und ich habe ja jetzt in die Runde schaue, viele Gesichter sind neu für mich. Das heißt, wir haben auch, Gott sei Dank sind auch viele noch bekannt. Das ist natürlich noch viel, viel schöner. Aber die Neuen auch alle herzlich willkommen, die das erste Mal mit uns hier Weihnachten oder das Weihnachtsfest oder im Weihnachtsfeier verbringen. Ich habe gehört, ihr macht die Weihnachtsfeier oder Silvesterfeier, ich weiß gar nicht, macht ihr zusammen? Macht ihr hier zusammen, was sicherlich ein sehr schönes Angebot ist, dass ihr hier zusammensitzen könnt und eine gemeinsame Feier abhalten könnt. Was uns angeht, würden wir uns wie immer freuen, wenn Sie Anregungen haben, wenn wir was verbessern können. Der Markt ist, glaube ich, mittlerweile hier auch sehr etabliert bei Ihnen. Er ist derjenige, der ein sehr offenes Ohr für Ihre Belange hat und gemeinsam mit der Frau Wedeke und mit dem Herrn Blondell immer versucht, hier auch wieder neuen Schwung in das tägliche Leben zu bringen. Ich glaube, das ist wichtig, das ist für Sie wichtig, weil statisch ist immer ein bisschen auch die Gefahr, dass es langweilig wird, dass es Routine wird und das sollte es ja auch nicht sein. Auch in Ihrem, in unserem Alter, bin ja auch schon Rentner, mittlerweile bin ich ja schon heil dabei, voll bei Ihnen, ich reserviere schon mal einen Platz für die Zukunft. Und so gesehen freue ich mich, wenn Sie weiterhin so aktiv bleiben und ich freue mich, wenn die Neuen sich hier sehr wohlfühlen und die Alten weiterhin so wohlfühlen wie bisher. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal heute einen schönen Abend und weil wir uns im Weihnachtsfest jetzt nicht sehen, ein ganz schönes, geruhsames, erholsames und spaßiges und trotzdem auch christliches Weihnachtsfest. Vergessen Sie das nicht. Das Weihnachtsfest hat ja auch einen, vor allen Dingen einen christlichen Hintergrund. Und das neue Jahr soll Sie nur gesund und munter rüberbringen. Mehr wünsche ich Ihnen gar nicht, aber uns allen auch nicht mehr, denn das ist das Wichtige in diesem Leben. Alles Gute Ihnen und noch viel Spaß bei der gemeinsamen Feier heute. Danke Ihnen. Danke.